Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Sonntag. Ja, es ist 18 Uhr, einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich erstmal an dieser Stelle. Und ja, es gibt noch eine Folge. Noch weitere 29 Minuten mit mir. Hier von der Kornwelt. Und ich hatte ja gesagt, ich mache das jetzt mal eben schnell zwischen den Folgen. Wollte euch jetzt nicht unbedingt so damit langweilen. Also ich habe dann hier mal einen Kurs angefahren. Der fährt dann einmal hier rum, lädt hier ab. Und fährt dann einmal da hinten rum. Und kommt dann da wieder raus. Da hinten, seht ihr es? Und fährt dann vorne wieder ganz normal auf den Kurs. So dass wir einen kleinen Rundumkurs haben über das Gelände. So, jetzt wollen wir eben schnell gucken, dass ich hier... Ich würde sagen, wir machen den da hin. So. Wir brauchen hier noch einen Abladepunkt für Flüssigei. So, einmal hier Abladepunkt. LMF Flüssigei. So. LMF. Und dann schreiben wir da nur Ei rein. Ei. So. Wunderbar. Jetzt hat er doch dahin gesetzt. Oh Gott, Naja, gucken wir mal, ob es geht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen oder auch nicht sehen. So, das heißt, dafür bräuchte ich dann auch mal einen, wir haben ja am Hof, Moment, ich mach jetzt mal hier aus, so. Haben da eben einen schön geparkt. Da war er vielleicht ein bisschen überflüssig. Der steht hier gut rum, der steht da auch gut rum. Ja, was stehst du denn jetzt hier? Was ist denn jetzt dein Problem? Wieso hast du jetzt hier Beladepunkt Fermenter? Hä? Warum fährst du denn nicht weiter? Ach, weil der leer ist. Und dann bleiben wir stehen, obwohl du eingestellt hast, wenn Silo leer ist. Oh Gott, ich könnte ja schon wieder, ne? Aber ich habe mich ja unter Kontrolle heute. Ich bin ja ganz entspannt. Ja, ein weiterer Tag ist hier bald schon wieder rum hier auf der Kornwelt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ging ja schneller als gedacht. So, Unfälle haben wir im Moment gar keine mehr hier. Also, ich würde mal sagen, der Umbau hat sich doch Autodrive-technisch etwas gelohnt. Möchte ich mal so behaupten. Ich muss das nochmal so ein bisschen durchdenken, aber... Ich würde mal so sagen, mehr oder weniger hat sich die Umstellung doch bewährt gemacht, dass wir jetzt die Einfahrten... Wow, wir haben eine Rente! Ja, ich bin begeistert. So. Achso, wir müssen in die andere Richtung erstmal. Ich wollte mal gucken, ob da auch schon was ist. Was denn hier jetzt auch schon was getan hat. Oh, hier haben wir auch eins. Ja, super. Und schon 3000 Liter Milch. Ah, lohnt sich bald hier mit dem Milchwagen mal vorbeizufahren. Andreas wieder am Durchdrehen. Aber was soll's, also, ne? Andy außer Rand und Band, aber das kennt er ja schon. Oh. Aber jetzt bin ich aber richtig hier am Durchdrehen. So, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Ich renne hier durch. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Flüssigei wir denn haben. Nämlich noch gar. Oh. Ja, wir haben ja nicht mal die Eier da in dem. Oh Mann, ey. So, wir fahren jetzt mal hier lang. Oder kann er jetzt mal eben selber hinfahren? So, mal gucken, ob das schon funktioniert. Wäre mal ganz gut. So, Ladestelle. Flüssigei. Da. Also, er sagt ja. Das ist ja schon mal. Er sagt nicht nein, ich habe keinen Weg gefunden. Achso, ich musste vielleicht auch mal speichern eben. Damit er die Änderung auch nimmt. Oh Gott. So. Da wollen wir heute gucken, weil er hat ja doch irgendwie einen Anhänger hier geschickt. Oder vertue ich mich jetzt? Ich habe irgendwo einen Hänger hingeschickt. Also einen Traktor mit einem Anhänger.
den wir gekauft hatten. So, hier läuft noch alles, das ist wunderbar. Hi. Sieht nicht unbedingt schlecht aus. Ach, die haben auch noch 6 Stunden vor sich, meine Freunde. 6 Stunden. So, jetzt kann ich so die ganzen. Ah, hier soll er. Jetzt ja eine Insel. Da haben wir doch. So. Dann können wir da direkt mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, wir haben nämlich noch einen Punkt nämlich vergessen bei Autodrive. Am Hühnerstall, dass wir nämlich ein Fahrzeug dahin schicken können, damit er die Paletten lädt. Also, dass wir den schon mal dort hinschicken. So, wir fahren jetzt hier raus, auch wenn hier keine Ausfahrt mehr ist. Das ist mir egal. Ich kann ja hier rausfahren, weil ne, ich bin ja der Straßenverkehrsordnung ja mächtig, möchte ich jetzt mal so behaupten. Oi, der fährt da rein. Oi, yes. Ja, hier war richtig Randalo hier. Richtig Action hier. So, der ist schon angekommen bei der Flüssigei-Produktion. Ja, das ist ja bezaubernd schön. Ach, wir wollten noch hinten die Ausfahrt noch zumachen. Ah, da war ja noch was. Da war noch was. Fällt mir gerade mal so ein, wie ich hier lang fahre. Dass da noch eine gewisse Sache zu erledigen war. So, da wir jetzt so jetzt zu den Hühnern fahren. Sie hat schon mal einen Weg hierhin gefunden. Das ist ja schon mal elefantös, dass er schon mal einen Weg gefunden hat. Also ja, da müssen wir langsam mal hier Leerpaletten und all so ein Kram hier hinbringen, ne? Und Kartonpalette und ach du Schande. Also das wird jetzt richtige Arbeit, Freunde. Also ne, geht jetzt langsam hier los. Auch hier. So, jetzt wollte ich erstmal da hinten hinfahren, eben schnell noch die Ausfahrt da löschen. So. Fahr eben schnell dahin. Machen wir das eben schnell noch. Ich glaube, der eine oder andere kann es nicht mehr sehen. Aber vielleicht ist es ja auch interessant. Weiß ich nicht, wie ihr das so handhabt. Vielleicht gefällt euch ja die Idee, die ich hier so habe. Also ist jetzt ja vielleicht nicht gerade so abwegig, dass meine Idee vielleicht euch gefallen könnte. So, also hier kann man jetzt nicht mehr rausfahren. Dann wollen wir jetzt direkt mal hier. Stop it. Können die noch hier rumfahren? Ja, alles klar. So, hier kann man aber noch reinfahren. Das ist auch gut. Weil dann behaken die sich nämlich hier in dieser einen Spur nämlich auch nicht mehr. Falls einer rein und da raus und ne, und hast du mich gesehen und ja. So, jetzt gucken wir hier die richtigen Punkte hier löschen. So, sehr schön. So, dann kann der nämlich da, ne, und warum kann der aber nicht von da nach da fahren? Fällt mir jetzt gerade mal auf. Warum kann der denn nicht von hier nach hier fahren? So, komisch. So, jetzt auch. So, jetzt kann er von da drüben direkt hier rein. Ach, wunderbar. Das sieht doch schon mal schön aus. Lasst es mich so ausdrücken. Es hat etwas Formschönes. Auch wenn die Form nicht unbedingt ganz so schön ist. Oh, das war jetzt, glaube ich, dann nicht unbedingt so die, ja. Egal. Also, das heißt, wir müssen da nochmal was ändern. Sehe ich so gerade. Weil, wenn man nämlich jetzt hier Mist aufgeladen hat, dann funktioniert das nämlich nicht mehr. Dann
Computer nämlich nicht mehr hier weg. Das könnte zu großen Irritationen führen. Sagen wir einmal so. Aber wir kriegen das mit Sicherheit in die Bord. Das ist aber so, ne? Dann denkt man, ah, wunderbar, und ne, dann ändert man irgendwas und ja. Auf einmal stellt man fest, funktioniert nicht. Und dann macht man sich wieder auf die Suche. Warum funktioniert das nicht? Ja, und wer ist schuld? Schon wieder der Typ, der hinter dem Bildschirm sitzt, na klar. Sagen wir machen das so und so und so und dann sollte das eigentlich funktionieren. Eigentlich, ne? Betonung auf eigentlich. Wenn der Herr und Meister hier nichts falsch gemacht hat. Oh, sehr schön. Genau, jetzt wollte ich hier hinfahren und Eier ab. So, aus welcher Richtung kommt man denn jetzt hier um hier? Aha. Sehr schön. Also von hier kommen wir. Hierhin fahren wir. So. Wir müssen auf jeden Fall hier, ne, dann jetzt hier einen Punkt anlegen. Ja, ist heute alles nicht so aufregend hier, ne, nachdem wir die ganze Zeit immer nur ja, Silos aufgeschoben haben. Jetzt habe ich jetzt eine Runde langweiliger. Und jetzt geht es wieder nur noch im Autodrive. Nein, um Gottes Willen. Sagen, ja. So, wollen wir ja schon mal zwei Paletten weg. Das wäre ja schon mal super, oder? In die... Warum will er da jetzt nicht hingehen? Was hat er jetzt? Was will er jetzt? Bringen wir die mal zur Flüssigei-Produktion. Fahren wir mal hier quer über die Länder. Kann man ja im Moment noch hier so tun. Dann bringen wir mal die ersten zwei Paletten dahin. So, ne? Die Flüssigei-Produktion hat einen großen Vorteil, denn sie generiert auch noch Kalk. Denn aus den Eierschalen wird Kalk gewonnen. Ja. Das ist ein netter Mineraldünger, den wir brauchen. In vielen rauen Mengen werden wir den jetzt hier die nächste Zeit über die Felder schmeißen dürfen. Wenn wir dann umgezogen sind, werden wir ein paar Tonnen Kalk, glaube ich, benötigen, um dann hier auch ach, guck mal, da läuft sie schon. Da werden sie schon eingelagert. Da spawnen sie aus. Ach, wunderbar. Läuft doch hier alles wie am Schnürchen. Auch hier wird es angezeigt. Ach, ist das nicht hübsch. Ist das nicht hübsch. So, haben wir schon mal 20.000 hier drin. So, jetzt gehen wir mal hin und ja, würde ich sagen, ne, laden wir mal. Ja, dann laden wir mal die Kartonpalette, die da hinten noch so rumsteht, am Hühnerstellchen. Die, würde ich sagen, laden wir jetzt auch mal eben schnell und bringen die hier rüber zur Lebensmittelproduktion, um dann weiterzufahren zur Mehlproduktion. Da holen wir Mehl ab, bringen das auch in die Lebensmittelfabrik
Und ja, dann sollte es doch langsam, würde ich doch mal sagen, hier ein bisschen weitergehen, dass sie auch mal neue Produkte hier verkaufen können, wenn sie dann überhaupt schon drinne sind. Das weiß ich mir auch noch nicht. So, ja. Manchmal sollte man vielleicht erstmal gucken, aber egal. So. Haben wir dann auch schon mal. Sehr schön. So, müssen wir eben gucken. Brauchen wir hier noch irgendwas? Weizen oder ist hier noch irgendwo Mangel? Ja, Weizen sollten wir vielleicht langsam mal nachfüllen. Auch die Hühner müssen wir langsam mal nachfüllen. Sag mal, umlagern. Da rein, da raus. So. Dann fahren wir mal eben schnell hier rüber zur Lebensmittelfabrik. Können wir schon mal ein B anmachen. So, sehr schön. Dann haben wir ja diesen genialen weiten Weg von der Mehlfabrik zur Lebensmittelfabrik. Also der Weg ist echt sensationell weit. So, sehr schön. Auch die werden hier schon mal hochgespawnt. Dann gehen wir jetzt mal hier zur Mehlfabrik. Da holen wir jetzt Mehl ab. Mehl ab. Mehl abholen. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Hase und ich hätte gern Mehl. Können wir welches haben? Ja, ich könnte 10 Paletten mitnehmen, wenn ich möchte. Gut, danke. So. Der Hase hat was gefunden. Einmal 10 Paletten Mehl, bitte. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Kommt aber irgendwie nicht mit allen Reifen am Boden, ne? Wie das aussieht. Hey, egal. So, Mehl. So, Mehl müssen wir nach vorne abladen. Da vorne ist ja der Trigger für Mehl. Hier. Also, einmal hier rein, bitte. Oder hier durch, bitte. So. U, B, B und dann Z. Oh, das läuft. Das läuft. Ja, super. Super! Das ist doch schon mal schick. So, das haben wir auch schon mal. Jetzt fehlt nur noch Flüssigei und Palette. Und dann haben wir das da auch hier schon. Der wartet hier, okay. Das dauert hier noch was. So, was mit dem? Den könnten wir jetzt eigentlich hochschicken zum... Warte mal eben. So, jetzt machen wir mal hier Abladepunkt Hühnerstall Wasser. Das muss in einen anderen Futtertopf. Stroh muss auch in einen anderen Futtertopf. So, ich müsste mal hier auf Editor gehen. Dann könnte ich da vielleicht ändern. So, das müssen wir hier runter. Hier haben wir Kartoffeln abladen. Dann haben wir hier. Okay. So, warum ist das hier anders? Das wird ihn hier ändern. Habe ich einen Zwischenstrich da gemacht?
glaube, ich habe es schon mal da gehabt. Das war, glaube ich, so eine Phase von mir, wo ich wirklich gedacht habe, ich muss da Striche zwischen machen. Zwischen mir und dem Teil muss ein Strich sein. So. Der Ladesteller. Bis hier rein. So, Mist, müssen wir auch mal gucken, wenn wir dafür einen eigenen Ordner noch erstellen. So, Beladepunkt Lebensmittel. Ja, ist gut. So, warte jetzt. Hab ich gerade noch gesehen. Ich war gerade hier noch spazieren. Geschickt hier. Ach, da oben ist er noch. Jetzt hat ich ihn gefunden, jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. So, einmal da rein. So, jetzt gehen wir hier rein und sagen hier dein Farm bitte. War jetzt, glaube ich, nicht so die cleverste Idee gerade. Genau, die ganzen Ballen stehen. So, mal eben schnell gucken, wann sind denn die Ballen fertig? Und sind die dann fertig? Oh, Maschine schon wieder kaputt. Maschine kaputt. Maschine heute nichts funktionieren. Komisch. Versuchen wir mal hier hinten. Was sagt ihr hier? 45 Stunden noch. Okay. Okay, also das heißt, das sind noch zwei Tage. Mehr als zwei Tage. So, hier ist auch schon wieder drinne. Ja, Silage muss man hier ein bisschen nachfüllen, aber alles gut. So, hier haben wir jetzt alles. Was ist denn hier noch immer nicht alles leer? Okay. Aber hier ist alles alle, ne? Hier ist nichts mehr drin, ne? Hier ist alle. Ja, hier ist alle. Hier, die ist alle. So. Ach, du schon da. Da muss ich gleich mal hier gucken. So, kann man noch irgendwas umlagern im Moment? Nö, ne? Wir warten im Moment darauf, dass das hier leer wird. Aber das scheint jetzt hier ganz gut zu laufen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil das läuft ja hier. Ich gehe davon aus, dass der hier voll ist. Ja, ist er. Gut. So, jetzt hat man doch irgendwo hier noch einen Traktor stehen, meine ich. So, was ist der? Und der fährt hier hin. So, kann er flüssig einladen oder nicht? Ja, klar. Wir nicht. Hm. Will nicht, mag nicht. Keine Ahnung. Gut. Werden wir sehen. Irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo wir wissen, ob es geht oder nicht geht. Ja, also im Moment, Kontostand nicht so berauschend, aber er war schon schlechter. Jetzt muss ich mal was schauen. Wir werden jetzt noch einen Test machen, weil das interessiert mich jetzt. Ob er denn jetzt auch mit den Gärresten spazieren fährt. Aber ich befürchte bald mal, dass wir da jetzt genau das gleiche Problem haben, dass wir das auch manuell machen müssen. Ach, hier haben wir auch noch eine Minimist, das rappelt in der Kiste. Ach, du ahnst es ja nicht.
So, jetzt gehen wir mal hin. Uiuiuiui, mein Gott, also ne. Manche Leute drehen sich rum beim Rückwärtsfahren. Die fahren nicht blind. Aber du bist so der Neandertaler unter den Traktorfahrern. So, wo haben wir es denn hier? Belade oder wo? Wo haben wir denn hier hoch? Da muss es hin, aber. BGA. So, das ist Kreisilo. Das ist der Beladepunkt. Ach ja. Da haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, oder? Und dann Hof, da haben wir doch Abladepunkt Flüssigkeitslager. Und er soll laden gehen. Dann schicken wir ihn los. Und jetzt werden wir das mal beobachten, weil ich möchte jetzt wissen, ob das nur bei Wasser ist, ob das jetzt bei allen Flüssigkeiten ist das Problem, dass er mit den Flüssigkeiten spazieren fährt. Das heißt, er fährt jetzt dorthin, ja, da vorne. Und da wird er dann laden. Gärreste, so wie sich das gehört. Und dann bringt er die Gärreste oder soll er die Gärreste zum Flüssigkeitenlager bringen. Die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, ist, wenn er erst durch den Abladeträger fährt, lädt er das so, wie er das soll, ab, fährt dann weiter und lädt hinten das, was er abgeladen hat, wieder auf. Und dann fährt er wieder zu diesem Punkt, wo er laden soll. Also, gucken wir mal, ob das jetzt hier auch so ist. Also bis jetzt sieht das schon mal ganz gut aus, dass er hier zumindest mal lädt. So, ihr seht, er lädt Gärreste, Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich glaube, hier gehen 75.000 Liter rein. Könnte ein wenig dauern, aber das sieht schon gut aus. Gleich 50% gefüllt. Ja, jetzt 60 und 70. Jawohl, und noch 80. Jetzt gehen wir in den Endspurt. 90 und 100, es geht los. Es geht los, meine Freunde. Auf zur nächsten Runde hier über den Hof. Danke. So, nochmal mal gucken jetzt hier. Ich soll gar nicht immer die Wegpunkte hier anzeigen lassen. Also hier gibt es ja auch nur eine Richtung. Das ist ja schon mal gut. Also auch hier gibt es so eine Richtung. Also von daher, hier kann auch nichts passieren. Da gibt es auch noch eine Richtung. Ja. Es gibt übrigens zwei Ausfahrten. Da hinten kann man ja auch noch rausfahren. Fällt mir gerade mal so ein. Ne? So, hier habe ich noch gar nicht die Punkte gesetzt. Fällt mir gerade mal so ein. Für die Silos hätte man auch mal testen können. Ob das denn hier funktioniert, ob man da durchfahren kann. So, jetzt kann man hier abbiegen. Das ist jetzt das einzigste Nadelöhr, wo es zwei Richtungen gibt. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden, aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, und ob das funktioniert oder nicht, das werdet ihr dann erst in der nächsten Folge sehen. Und die erscheint dann am Montag um 17 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, einen schönen Sonntagabend, morgen einen guten Start in die Woche. Macht's gut, ich bin raus. Bye, bye.